Neuer Zauber und alte Tradition beim Spandauer Weihnachtssingen. Der SC Siemensstadt lädt bereits das vierte Mal klein und groß zu einem besinnlichen Beisammensein. Wenn auch in diesem Jahr etwas anders als geplant. Wir mussten heute spontan ein bisschen umbauen. Der Wind war sehr stark und wir sind von draußen nach drin gegangen. Doch dies schadet der festlichen Stimmung überhaupt nicht. Die Hauptattraktion ist die Sängerin Miss Victoria, welche mit traditionellen Liedern und ihrer unglaublichen Stimme jeden mitreißt. Auch die kleine Pia. Ich fand die ganzen Lieder, die wir gesungen haben, richtig schön. Die junge Turnerin singt nicht nur tatkräftig mit, sondern verzaubert darüber hinaus die Gäste mit einem Weihnachtsgedicht. Zudem erweitert erstmals ein Chor das Bühnenprogramm und verbunden mit Ständen für Krebs, Waffeln und Punsch lässt dieser Abend damit wirklich keinen Wunsch mehr offen. Wir haben die Tradition begonnen und sind sehr froh, dass wir sie haben. Und wir sehen auch bei der guten Resonanz, trotz des schwierigen Wetters, glaube ich, dass es schon eine feste Größe in Spandau geworden ist. Die prall gefüllte Turnhalle des SC Siemensstadt spricht einfach für sich. Mit dem Spandauer Weihnachtssingen hat der Verein ein ganz besonderes Fest geschaffen, das durch alte sowie neu geschaffene Traditionen wirklich jeden verzaubert.